weiß und ich habe gesehen, am Schluss waren es bis zu 40 Zuschauer auf einmal. Wir sind hier immer noch, für die, die neu zugeschaltet haben, live in Augsburg. Hier wurde eben vor wenigen Minuten der neue Bischof ernannt, die Ernennung verkündet, muss man sagen. Und wir dürfen mit Freude verkünden, dass der neue Augsburger Bischof, Dr. Prälat Bertram Mayer, der bisherige Diözesanadministrator, ehemals Bischofsvikar und Leiter des Seelsorgeamtes, nun zum 62. Nachfolger des Heiligen Ulrich ernannt wurde. Papst Franziskus hat ihn zum Bischof von Augsburg ernannt und, wie er vorhin verkündet hat, wenn alles nach Plan läuft, wird hier in Augsburg am 21. März, am Samstag vor Letare, also noch vor Ostern, hier in Augsburg die Bischofsweihe stattfinden. Wir bleiben noch etwas hier, wir bleiben live auf Sendung für euch und versuchen noch ein paar Interviews zu bekommen. Was soll ich denn sagen? Soll ich das im Hintergrund nehmen? Freunde, in der Zwischenzeit wird Valentin, der bis jetzt hier den Kameramann gespielt hat, uns ein paar Hintergrundinfos zum neuen Bischof von Augsburg geben. Ja, also der neue Bischof kommt aus Buchloe, also ist auch gebürtig aus unserem Bistum, ist Jahrgang 1960 und wie er schon in seiner Ansprache gesagt hat, es ist ziemlich gut, wir kennen ihn, er kennt uns, also passt es sehr gut und ja. Und der ernannte Bischof Bertram hat ja auch gesagt, der Hirte und die Herde kommen jetzt aus demselben Stall und das ist gut so. Darauf gab es spontan Applaus von den Gläubigen hier im Dom. Und ich denke, das ist ein gutes Zeichen für die jetzt kommende Zeit. Genau, ja. Wir freuen uns, dass wir wieder einen neuen Bischof haben. Er ist uns ja, wie schon gesagt, uns bestens vertraut. Und es wird sicherlich sehr gut funktionieren. Ich freue mich auch schon auf die Bischofsweihe. Ich bin sehr froh, dass ich die Bischofsweihe live besonders bei mir im Bistum erleben kann. Ich glaube, da freuen sich schon alle hier aus der Umgebung drauf. Und ja, genau. Schön. Wir versuchen jetzt dann nachher, wenn alle aus der Sakristei raus sind, Interviews zu bekommen mit Vertretern und vielleicht schaffen wir es, vielleicht kriegen wir auch den neuen Bischof höchstpersönlich an die Schippe und ja, wir schauen jetzt gerade hier, der Domplatz ist gut gefüllt, der Dom war raffelvoll, viele sind gestanden, weil es keine Sitzplätze mehr gab und wir freuen uns, dass es geklappt hat, auch mit dem Livestream hier und ja, jetzt schauen wir mal, wie wir finden und dann zeichnen wir das natürlich auch auf. Ja, hier, wenn ihr euch umschaut, der ganze Domplatz ist voll. Zu diesem Mittagsgebet, bei dem die Ernennung bekannt gegeben wurde, sind richtig viele Leute gekommen, die zu seinen Mitarbeiter hier, aber auch Schüler aus den Schulen hier im Domviertel. Es war richtig schön, richtig voll. Schön zu sehen, dass ich so viele hier beteiligen, dass so viele hier Anteil nehmen und einfach in den Dom kommen, um diese Ernennung mitzuerleben. Und vielleicht als Überblickung ein paar Hintergrundinfos zum Bistum Augsburg. Wer das nicht so kennt, das Bistum Augsburg hat ca. 1,3 Millionen Katholiken. Die sind aufgeteilt in ca. 1000 Pfarreien. 23 Dekanaten, ja, es sind 600 Priester fast in der Diözese. Und da
bisherige Bischof war Dr. Konrad Starsa, der seinen Rücktritt altersbedingt Mitte 2019 angeboten hat. Das wurde von Papst Franziskus angenommen und deshalb war das Bistum Augsburg. Und seit dem 8. Juli 2019 vakant. In dieser See des Vakanzzeit hat Prälat Dr. Bertram Meyer das Bistum als Diözesanadministrator verwaltet, der ja jetzt auch zum neuen Bischof ernannt wurde. Uns Augsburger freut das sehr. Ja, wir versuchen jetzt hier noch ein paar Stimmen abzugreifen. Wir hoffen, dass die Leute auch hier vorbeikommen. Hier könnt ihr den Dom sehen, Marie Heimsuchung. Ein sehr schöner Dom. Und natürlich hier auch Kathedrale. Und wir haben hier eine. Fabian hat hier was Kleines zusammengestellt, was ganz Kleines. Über das Bistum nochmal ein paar mehr Informationen. Ja, genau, hier nochmal die Karte für die es nicht wissen, wo das Bistum Augsburg liegt. Das Bistum Augsburg ist. Das dreht sich nicht. Du musst dich drehen. Also, das Bistum Augsburg ist in der Nord-Süd-Ausdehnung sehr groß. Die nördlichste Pfarrei ist Feuchtwangen und es geht dann runter bis an die Alpen, bis an die Grenze Österreichs nach Oberstdorf. Das ist eine große Fläche und wie schon gesagt, 1,3 Millionen Katholiken, 1000 Pfarreien. 23 Dekanate, 600 diözesane Priester, viele kirchliche Schulen, Orden, Klöster. Für das alles ist jetzt der neu ernannte Bischof Bertram Meyer zuständig. Hier noch der bisherige Bischof Dr. Konrad Starsa. Ja. Das ist irgendwie horrendous. Ich soll noch sagen, das Bistum Augsburg hat große ländliche Gebiete auch, nicht nur hier die größeren Städte wie Augsburg, Kempten, Kaufbeuern, sondern eben auch viele ländliche Gebiete mit einem sehr hohen Katholikenanteil. Insgesamt im ganzen Bistum ist der Katholikenanteil bei ca. 53%, wie schon gesagt, 1,3 Millionen. Katholiken, ein sehr großes Bistum. Es wurde auch im Voraus schon viel spekuliert, ob vielleicht Bischof Stefan Oster oder Bischof Hanke das Bistum übernehmen. Für beide wäre es ein Aufstieg in Bezug auf die Katholikenzahl gewesen. Aber wie es immer so ist, im Voraus hört man viel. Du musst irgendwie fragen. Jetzt wissen wir es. Wer erst jetzt zugeschaltet hat, Prälat Dr. Bertram Meyer, bisher Diözesanadministrator, ist der 62. Nachfolger des Heiligen Ulrich, ist jetzt ernannter Bischof von Augsburg, ehemals Bischofsvikar und Leiter des Seelsorgeamtes. Und wir sind hier immer noch vor dem Dom mit vielen Gläubigen, viele Schüler, viele Mitarbeiter der Diözese. Und wir sehen hier gerade Weihbischof Werner. Wir Katholisch 1, 2, 3, 4. Mann, ey. Ich erschöne danach. Ja? Wir sind im Haus. Das geht immer um die Kamera. Die Kamera geht immer um. Achso, dann darfst du noch dahin lang. Ja, ich ist ja nicht absichtlich. Oh, oh, oh. Vorne ist die Tür. Gehen wir zum Grünwald? Oder gehen wir zum Mies? Das war sonst gar nicht so ein neues. Jetzt muss es ein neues rauskommen, genau. Grüß Gott, dürfen wir sich für ein kurzes Statement. Grüß Gott, hallo. Ja. Für die Lingualpfeife, für die andere Community, wir haben ja an der Frühlingswoche schon mal gesprochen. Ja. Sie können ja unsere Beiträge und einfach nur kurz. Sehen Sie das auch so? Was wollen Sie da an der Community sagen?
Also wir haben ja in der Geschichte der Kirche von Augsburg immer wieder Hirten von auswärts und auch von der eigenen Diözese gehabt. Es ist mal wieder Zeit geworden, dass jemand aus unseren eigenen Reihen kommt. Ich glaube, die gute Mischung tut ganz gut. Wir sind sehr dankbar, dass wir Bischof Bertram haben, dass uns der Heilige Vater einen neuen Bischof geschenkt hat. Und jetzt geht es darum, ihn zu unterstützen, tatkräftig im Gebet, aber auch durch unsere Begabung, die uns Gott geschenkt hat, zusammenhelfen mit dem großen Ziel im Blick, das Evangelium zu verkünden, wie es gesagt hat. Ja, wir haben auch in der Community heute schon für den neuen Bischof gebetet, schon im Voraus der Ernennung. Und jetzt währenddessen wird immer wieder weiter gebetet online. Vielleicht noch ein Wort an unsere Online-Community. Sehen Sie da Chancen, sehen Sie da Möglichkeiten, auf diesem Weg auch in die Verkündigung tiefer reinzugehen? Ja, also die Verkündigung des Evangeliums ist unsere gemeinsame Aufgabe, die haben wir alle. Jeder hat seinen Platz, jeder so wie er kann. Und jeder und jede von uns muss besser werden. Mit diesem richtig wichtigen Ziel, die frohe Botschaft, die Beziehung zu Gott zu kommunizieren und zu vermitteln. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es gibt nichts Schöneres, als das zu tun. Also viel Mut dazu. Dankeschön. Alles Gute. Viele Grüße vom Andreas Demel, soll ich aussuchen. Ah, danke. Liebe Grüße. Wow. Wow. Ja, das war... Ja, liebe Community, das war jetzt Weihbischof Dr. Florian Börner, der auch hier im Bistum Augsburg Bischofsvikar für Neuevangelisierung und für Schule, glaube ich, zu schlecht vorbereitet ist. Und wir versuchen hier natürlich weiterhin noch Stimmen abzugreifen. Dr. Bertram Meyer hat gesagt, der Hirte und die Herde sind immer aus der gleichen Stall und das ist gut so. Sehen Sie das auch so? Und was wollen Sie uns noch mitgeben? Also mich freut es sehr, es ist jetzt durchaus, wenn man die letzten Bischofsernennungen anschaut, sehr selten geworden, dass ein Priester das eigene Bistumsbischof wird. Bei uns war das wohl Bischof Josef Stimpfle, stammt ja auch aus dem Bistum. Ich glaube schon, dass das etwas ein schönes Zeichen für ein Bistum ist, ein Zeichen des Vertrauens, einer von euch. Trauen wir zu, dass er Bischof wird, erkennt das Bistum, ich sehe darin viele Vorteile, muss ich sagen. Und wie er es im Bild ausgedrückt wird und Herde, ja, man weiß, wie man auch tickt, so, was geht, was möglich ist, aber er genießt noch sehr viel Vertrauen, sowohl bei Laien wie auch im Klerus. Und ich glaube, das ja, macht es auch leichter. Er muss es nicht erst lang das Bistum kennenlernen. Es stehen schon auch viele Entscheidungen an, das muss man einfach sagen. Und ich glaube, da kann man mit ihm gut rechnen, der behutsam, aber auch klar die Dinge auf den Weg bringt. Vielen Dank, Monsignore Harald Heinrich. Jetzt war der Stellvertreter des Diözesanadministrators und bis zur Siedlungsvakanz unser Generalvikar. Für die, die ihn nicht kennen, wir schauen ja aus dem ganzen deutschsprachigen Raum uns Leute immer wieder zu. Wollen Sie vielleicht noch einen Gruß, ein Wort an die Community? Ja, liebe Schwestern und Brüder, sollen wir das mitverfolgen, wenn in Augsburg hier ein neuer Bischof ernannt wird. Für uns als Bischof ist es schon eine ja, spannende Zeit auch gewesen. Wir freuen uns immer, dass wir es wissen, wer es wird. Wir freuen uns vor allem auf die Bischofsweihe, die doch relativ bald schon stattfinden wird. Die letzte Bischofsweihe hat hier 1993 stattgefunden. Das heißt, vor fast 30 Jahren. Morgen ist der Tag, wo Bischof Viktor Josef geweiht worden ist, am 30. Januar 1993. Also, und ja, herzliche Einladung natürlich auch da dazu, vielleicht nach Augsburg zu kommen und es in irgendeiner Weise mitzuverfolgen. Ja, da werden auf jeden Fall einige da sein. Ich bedanke mich. Ich muss einen anderen Namen sagen. Aber kann ja brauchen. Viele Grüße vom Andreas Demel. Wie geht's ihm denn?
Valentin wird jetzt abgelöst von Katholisch 1 TV, des Fernsehsenders unserer Diözese. Ja, wir sind hier immer noch auf der Domplatte nach. Alle Vereine aus Augsburg wurden dazu eingeladen, um 11:45 Uhr 15 Minuten lang die Glocken läuten zu lassen, als Zeichen, dass der neue Bischof jetzt ernannt ist. Und wie man hört, wird das auch durchgeführt, auch hier im Dom natürlich. Und die Glocken hört man jetzt gerade. Wir stehen hier immer noch auf der Domplatte, es sind mittlerweile weniger Gläubige. Die Schüler sind wieder zurückgekehrt, auch die diözesanen Mitarbeiter sind wieder in ihre Abteilungen gegangen. Und wir suchen hier natürlich jetzt nach Weihbischof Florian Gordner und ehemaligen Generalvikar Harald Heinrich, den Verrandenbischof von Augsburg, den Diözesanadministrator, bisher Prälator Kubertraumeier, zum Interview zu bekommen. Schauen wir mal, ob uns das gelingt. Also wir gehen jetzt in den Dom hinein und dann zeigen wir natürlich auch kurz, wie er ausschaut. Ja, hier sieht man die kleinere Orgel unserer Kathedrale. Und wir stehen jetzt hier gerade am Weihwasserbecken und versuchen jetzt noch ein paar Leute an die Strömung zu bekommen. Man sieht viele Kapellen, schöne Kapellen. Und wir schauen jetzt gerade noch, ob wir irgendwen finden. Ja, wir sind hier im Dom. Im Hohen Dom zu Augsburg. Hier ist der Altarraum. Und die Kapitelsplätze. Hier ist ein neuerer Altarraum. Okay, gibt viele Leute. Ja, hier sieht man jetzt den Hochaltar, eine schöne Marienstatue und dort drüben ist eine größere Orgel vom Orgelbauer Kubak aus Augsburg. Und ja. Hier bei uns steht Bernd Rochner, er ist Jugendseelsorger, wie der Gabriel, ihr kennt ihn von unserem Lingo-Meet am Wochenende.
und er ist Jugendpfarrer in Donauwörth in der Jugendstelle und ich glaube für die KJB zuständig. Richtig. Ja, richtig. Das heißt, okay. Genau. Ja, lieber Bernd, der ernannte Bischof von Augsburg, Bertram Meyer, hat gesagt, der Hirte und die Herde kommen jetzt aus dem gleichen Stall und das ist gut so. Siehst du das auch so? Ja, ich sehe es auf jeden Fall so und ich bin ehrlich gesagt auch sehr glücklich und sehr froh, dass Papst Franziskus diese Entscheidung jetzt getroffen hat, weil ja, wer kennt unser Bistum besser wie der neue Bischof Dr. Bertram Meyer und ich denke, das wird er über die Zukunft brauchen wir uns keine Sorgen machen und das wird eine gute Sache und er hat ja einfach auch diese einmalige Fähigkeit zusammenzuführen und ich denke, das ist einfach jetzt ganz wichtig, dass es einfach ein Bischof der Einheit wird, kann man schon sagen, denke ich, und der einfach auch wirklich ja auch die unsere Diözese in eine gute Zukunft führen wird. Ich denke, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ein sehr schönes Statement, vielen Dank dafür. Vielleicht noch ein Gruß oder ein Wort an unsere Online-Community. Also es schauen wahrscheinlich Leute aus dem ganzen deutschsprachigen Raum zu, die das Bistum Augsburg nicht so kennen. Ja, also das Bistum Augsburg zeichnet sich durch, ja, ich sage jetzt mal, durch eine gewisse Größe aus. Es ist kein ganz kleines Bistum, aber es ist einfach, ich, nicht nur weil ich Augsburg bin, finde es ein sehr liebenswertes Bistum. Es ist einfach natürlich auch aufgrund der historischen Tradition, aber einfach auch die Vielfalt des Glaubens, die hier gelebt wird, das ist einfach unheimlich wertvoll. Und darum sage ich, wenn Sie mal Zeit haben, kommen Sie ins Bistum Augsburg, das interessiert Sie auf jeden Fall. Ja, sehr gutes Schlusswort und vielen Dank für das Leben. Jawohl, macht es gut, gell? Alles Gute euch, gell? Gut. Ciao. Ja, hier vorne sieht man die Kathedrale, die ab dem 21. März wieder besetzt ist und seit dem 4. Juli vakant war. Genau. Also ich glaube, der neue ernannte Bischof kommt jetzt nicht mehr raus. Er ist jetzt in den Kreuzgang rübergegangen. Da sind seine Mitarbeiter, da sind jetzt auch Fernsehteams und Fotografen. Ich glaube, das können wir jetzt nicht mehr erwarten, dass er nochmal rauskommt. Wir werden auf jeden Fall auch die Bischofsweihe dann begleiten am 21. März. Sicher werden auch einige von der Community dabei sein. Dann können wir da vielleicht um ein Wort bitten. Wir würden uns jetzt dann von dieser Stelle verabschieden. Danke, dass so viele zugeschaut haben. Es waren 40 Stück zum Zeitpunkt der Ernennung, habe ich gesehen. Und ja, dafür einen ganz herzlichen Dank. Wir haben das heute auch ganz spontan erst gemacht. Wir haben heute früh erfahren, dass die Ernennung verkündet werden soll. Haben dann schnell die Accounts umgestellt, haben versucht, das alles hinzukriegen, dass wir live gehen können. Der Valentin ist hierher geradelt, der kommt ja aus Augsburg. Auch an dich, Valentin, einen ganz herzlichen Dank, dass du jetzt die ganze Zeit hier als Kameramann zur Verfügung warst. Ja, Valentin war hier Domsingknabe lange Zeit am Augsburger Dom und spielt Orgel und ist auch Mitglied der Community. Viele kennen ihn vom Lingomit. Und also vielen Dank, dass du diesen Dienst jetzt übernommen hast. Ja, danke für die Idee überhaupt. Ja. Hat ja ganz gut funktioniert. Ja. Einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen. Dankeschön. Ciao.